Vielen Dank für die Einführung. Ja, einige werden eben halt einfach sicherlich sich noch erinnern. Ich habe letztes Jahr auf der PyCon hier einen Vortrag über Web2Py gehalten. Und ich komme ja im Prinzip von der Hochschule Augsburg und habe eben halt einfach mit Studenten zu tun, will im Prinzip eben halt einfach das Ganze eben halt einfach immer auch ein bisschen einfach gestalten und habe dann ja auch bei der PyCon letztes Jahr eben halt einen Vortrag über Kiwi gehört. Kiwi war sehr interessant, weil eben halt einfach ich einen Vortrag oder beziehungsweise weil ich meine Studenten im Studiengang interaktive Medien habe und dort ist Interaktion eben halt einfach sehr interessant und sehr wichtig. Und deswegen habe ich mich also da auch mit Kiwi beschäftigt. Ich hatte letztes Jahr eben halt einfach in meinem Vortrag von Web2Py ein kleines, kurzes Beispiel dabei, wo ich eben halt mit Scripting Layer for Android gearbeitet habe und eben halt einfach Web2Py auch auf dem Handy, also auf dem Smartphone implementiert habe. Und diese Unterschiede und diese ja, Grundlagen eben halt einfach Scripting Layer for Android und Python for Android mit Scripting Layer for Android und Kiwi, das wollte ich in dem Vortrag eben halt einfach heute vorbringen. Das ist meine Gliederung, also erstmal Grundlagen von Scripting Layer for Android, speziell eben halt einfach für Python for Android. Dann die entsprechende API, ein paar Beispiele und dann eben halt einfach wechseln zu Kiwi, die Grundlagen von Kiwi, Kiwi Python for Android, Beispiele und dann noch eine interessante Geschichte, Kiwi PyGenius und dann vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick. Ja. Einführung und generelle Aspekte. Was ist eben halt einfach die Motivation von mir gewesen? Ich habe es gerade schon gesagt, interaktive Medien ist ein Studiengang, der eben halt einfach bei uns seit 1996 besteht, zuerst als Multimedia und seit 2006 eben halt einfach als Bachelorstudiengang und der eben halt einfach zu 50% Informatik und 50% aus Designfächern besteht. Und die beginnen eben halt einfach mit ihrer Programmiererfahrung mit einer zweisemestrigen Java-Ausbildung. Und ich fange danach eben halt einfach erst an mit Python-Ausbildung, mit Netzwerk- und Webprogrammierung. Also das heißt, ich muss die im Prinzip von Java ein bisschen auf Python bringen, versuche es zumindest. Und denke aber eben halt einfach, das ist trotzdem ein besserer Weg, weil man einfach schneller irgendwo was umsetzen kann. Im mobilen Bereich ist es so, dass ich eben halt einfach auch mit Java-Projekten auf Symbian-Handys seit 2003 gearbeitet habe, einige Projekte auch mit Python und an S60 in den Jahren 2007 und 2008. Aber alle diese Projekte waren im Prinzip eigentlich Abschlussarbeiten oder Einzelprojekte, die man eben halt einfach für die Lehre nicht verwenden kann, weil es einfach zu komplex ist, zu viel ist. Das geht einfach nicht. Bei der Lehre ist es eben halt einfach notwendig, dass man benutzerfreundliche Bedienung hat, dass man Einfachheit hat, dass es schnelle Erfolgsumsetzung ist und aus meiner Sicht eben halt einfach auch Open Source und eben halt einfach keine eingeschränkten Frameworks. Das ist so aus meiner Sicht die Grundlage der Lehre, wo man eben halt einfach ein bisschen Erfolg haben könnte. Dann ist eben halt einfach so 2008 Android als Betriebssystem für Handys veröffentlicht worden und es ist ein wachsender Smartphone-Markt seit 2010. Fast alle Studenten haben ein solches Gerät, sodass man also im Prinzip die auch verwenden kann und mit auf die Fakultät keine Kosten dazukommen. Und eben halt einfach, ja, muss man auch bedenken. Ja. Und auf der Grundlage von Linux bringt eben halt einfach Android die Geräte eben halt einfach auch auf Desktop-Qualität. Also das muss man eben halt einfach auch sehen. Ja, warum dann was der Unterschied eben halt einfach zwischen Device-Driven Development, was ich jetzt im Vordergrund sehe, und eben halt einfach diesen Emulator-Driven Development oder halt einfach dem, wo man eben halt einfach den Emulator hat mit allen APKs und NDKs und so weiter, die man alle installieren muss. Beim Device-Driven Development, wie es ich verstehe, ist eben halt einfach wirklich nur ein entsprechender Texteditor notwendig und keine komplexe Emulator-Installation. Ja, weil es eben halt einfach ist. Texteditor, das kann jeder. Und eben halt einfach für Anfänger eben halt besser geeignet als eben halt die Emulator-Installation.
Wie passiert das Ganze? Also jetzt erstmal das, dass ich halt zusätzlich mit den neueren Geräten kann man eben halt einfach auch wirklich das Ganze umstellen. Jetzt hoffe ich, dass das auch so funktioniert, wie ich das will. Nämlich mit dem entsprechenden Micro-USB und HDMI-Adapter, der hier zu sehen ist. Hier unten dann ein HDMI zu VGA-Adapter. Und das Ganze sollte also funktionieren. Ob jetzt das Umschalten auch funktioniert, hoffe ich auch. Wenn man immer einfach hier reingeht, dass man dann eben halt einfach auch entsprechend mit einer schlechten Auflösung vielleicht, aber man kann zumindest ein bisschen was sehen. Also das ist eben halt einfach auch so ein Grund, es ist zwar wirklich viel Technik, die hier da ist und die man braucht dazu, aber es ist einfach wirklich so, einfach nur umschalten und man kann auf dem Handy dann ein bisschen was eintippen, sehen, was eben halt einfach da passiert. Das ist eine Sache, die nicht schlecht ist, aber man soll es auf jeden Fall testen. Es gibt so viele Adapter in der Hinsicht, auch diese, gerade die Micro-USB-HDMI-Adapter sind so speziell, dass man also einen vom Samsung S3 mit dem Samsung S2 also wirklich nicht verwenden kann. Also das ist etwas, wo ich bin kein Hardware-Mensch, kann ich nicht sagen, was da im Prinzip alles passieren muss, aber man wundert sich einfach. Also immer die ganze Kette, Smartphone, HDMI, VGA und Beamer, immer vorher testen, bevor man eben halt einfach hier das Ganze in Szene setzt. Dann kommt ein zweiter Punkt, der eben halt zur Umgebung kommt, nämlich, dass man eben halt einfach normalerweise eigentlich auf die, das war früher so eben halt einfach, dass man auf die Handys eigentlich in der Regel mit dem USB-Adapter da drauf gegangen ist. Wenn man mit Android arbeitet, ist es eigentlich viel schneller und einfacher, wenn man eben halt einfach mit FTP arbeitet. Auf dem Handy eben halt auf dem Smartphone einen FTP-Server laufen zu lassen und dann auf dem PC dann entsprechend einen FTP-Client ist einfach der bessere Weg, weil eben halt einfach, wenn man bisher eben halt einfach bei den Smartphones mit den USB-Kabeln gearbeitet hat, dann ist die SD-Karte angemountet worden und ist eben halt einfach für das Mounten über das Kabel gemountet worden, sodass man also dann quasi nicht direkten Zugriff hat. Bei FTP ist das kein Thema. Also man packt das praktisch rüber und dann kann man anschließend gleich auf dem Handy im Prinzip das ausprobieren. Also das ist einfach der schnellere Weg. Das wollte ich einfach noch dazu sagen. Da gibt es ein paar Änderungen. Das hängt immer von den entsprechenden Android-Devices ab und Betriebssystemen. Kann sein, dass man hier im Prinzip auf die oberste Ebene von dem jeweiligen Smartphone drauf gehen muss. Also ich glaube, beim 4.0.401 war es, glaube ich, MNT und jetzt bei 4.0.411 oder 4.1.2 heißt es jetzt Storage, das oberste. Muss man eben halt einfach dann hier entsprechend anpassen. Okay, gut, das war im Prinzip die Umgebung. Das, was eben halt einfach notwendig ist, damit man, sagen wir mal, das Ganze auch einem größeren Publikum zeigen kann und die das dann entsprechend nachvollziehen können. Dann die Grundlagen Scripting Layer for Android und Python for Android. Scripting Layer for Android ist eben halt einfach ein Wrapper für die Java Android API über eben halt sogenannte Android-Fassaden mittels RPC, Remote Procedure Call, aufrufen. Das derzeitige Release ist SL4A Release 6 vom 9.7.2012. Kann man also an der Stelle runterladen. Und man sieht hier unten eben halt einfach diese zwei entsprechenden APKs, die man entsprechend installieren muss. Also zum einen eben halt einfach das SL4A, was eben halt einfach, sagen wir mal, ein Layer ist, worauf eben halt einfach verschiedene Scripting-Sprachen verwendet werden können. Passieren tut das Ganze von der Architektur her, dass eben halt einfach ein RPC-Server hier läuft. Und dieser RPC-Server, die Remote Procedure Call Server, der nimmt eben halt einfach RPC-Calls auf und gibt die Antworten eben halt einfach zurück. Ja, das ist natürlich
eine Methode, die ist hier sehr allgemein. Das heißt, da kann im Prinzip alles. Jeder, der mal einfach RPC-Aufrufe irgendwo hinschickt, dahin, kann im Prinzip dann was zurückkriegen, das ist ganz klar. Das hat ja im Prinzip eigentlich, jede Programmiersprache hat im Prinzip eine RPC-Bibliothek inkludiert. Also das heißt, das ist auch kein Thema. Und aber, und das ist natürlich der andere Weg, es ist natürlich ja, ein Weg, der halt einfach auch sehr langsam ist. Ja, ganz klar, ist eben sehr allgemein, aber er ist eben halt einfach durch das, dass eben halt einfach das übers Netzwerk geht, zwar lokal, aber eben halt einfach dann aufgebaut wird und so weiter. Also die ganzen Geschichten, die eben halt einfach unten passieren, ist eben halt einfach sehr aufwendig. SL4A benutzt eben halt einfach JSON für die Kommunikation zwischen SL4A und seinen Clients, nur so am Rande. Die Eigenschaften sind eben halt einfach wirklich eine schnelle, prototypische Entwicklung von Anwendungen für Android auf dem Gerät selbst mittels Skriptsprachen. Ja? SL4A stellt Android-Fassaden zur Verfügung, über die man die Android-APIs mittels eben halt einfach JSON-RPC-Aufrufen anspricht. Und das ist eben halt einfach wirklich vorrangig auf die Erstellung von Skripten ausgerichtet und eben auch nicht auf diese Performance und auf die Schnelligkeit dieser Skripte. Ja, also das ist einfach, die Architektur ist so gedacht. Und Python ist aktuell eben halt einfach die cross-kompilierte C-Binär-Version, die nativ auf Android läuft. Allerdings muss man auch dazu sagen, mit einigen Einschränkungen in Bezug auf die Standardbibliotheken. Also sie haben nicht alles im Prinzip mit reingebaut, was eben halt einfach, sagen wir mal, standardmäßig man auf dem PC und auf dem normalen Rechner eben halt einfach in den Standardbibliotheken mit drin hat. Gut, gucken wir uns im Prinzip mal die API an. Es gibt eben halt einfach so die folgenden Gruppen von Fassaden. Man hat einmal die Subdevices, die halt einfach die entsprechenden Batteriemanager, Bluetooth, Location, Sensormanager, WLAN oder Wi-Fi, Signal Strength hat, dann die ganzen Medien, also Media Player, Media Recorder, Speed Recognition, Text-to-Speech, Phone, SMS, Kamera, Webcam, Tongenerator, dann das ganze User Interface, dann die Kontakte, die eben halt einfach unter Android vorhanden sind, dann natürlich auch ein bisschen im unteren Bereich, im unteren Layers, eben die Intents, also wo man eben halt Scan, Barcode, Search, View.html, View.map und so weiter machen kann, also wo man wirklich eine andere Applikation dann startet und dann eben halt einfach noch andere, wie eben halt einfach, wo man auf Events geht, Preferences, Settings, Wakelog und so weiter. Die eben halt einfach jetzt fett gedruckt sind, auf die will ich in den Beispielen eben halt mal eingehen. Das jetzt im Prinzip jetzt einfach nur die Liste aller Fassaden, ausführliche Beschreibung, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja, und ich habe jetzt im Prinzip nur Scripting Layer for Android beschrieben. Jetzt kommt natürlich auf dem Scripting Layer for Android, läuft eben halt einfach auch nicht auf, sondern daneben läuft eben halt einfach Python for Android und ruft eben halt einfach dann über die entsprechende Schnittstelle Android eben halt einfach dann die Scripting Layer for Android RPCs auf. Und hier wird runtergeladen oder lädt man runter im Prinzip das Release 6. Und dann während der Installation werden noch die aktuellen Module und Scripts heruntergeladen und installiert. Also die letzten Versionen, Interpreter 16, Extras 14, Script 13. Und es gibt eine zusätzliche Dokumentation, also ein ganzes Buch, Android Python with SL4A vom letzten Jahr von Paul Ferrell. Schade ist, dass eben halt Python for Android momentan bei der Version 2.6 stehen geblieben ist und sie sich auf die Python 3 Version gestürzt haben. Das ist aber natürlich klar, Python 3 ist auch jetzt auf dem PC im Prinzip das, was präferiert wird, die neue
wenn man auf die Docs geht, kriegt man erstmal die Python 3 Doku. Aber das Problem ist einfach, die ganzen bisherigen Bibliotheken, die man eben halt, sagen wir mal, so vielleicht verwendet oder wo man eben halt aufruft, sind ja doch meistens noch in zweier Version. Also ich denke, da muss man einfach wirklich gucken. Und das ist schade, dass eben halt einfach hier das Ganze doch nicht so weiterentwickelt wird, wie das eben halt einfach, wie man sich das eigentlich wünscht, für die Zweier-Version. Dann wollte ich im Prinzip einen kurzen Exkurs machen, dass eben halt Scripting Layer for Androids auch ein Full User Interface Support hat. Allerdings ist das eben halt einfach ein User Interface Support, der natürlich nicht nativ in Python ist, sondern der eben halt einfach über die XML-Dateien eben halt einfach geht, quasi übers Web. Also wo im Prinzip dann zwar der Austausch natürlich an das Skript funktioniert, aber es ist eben halt einfach so, dass wenn ich im Fall Full UI mache, das brauche ich eben halt einfach zusätzlich noch den Webbrowser dazu. Das heißt, es ist nicht nativ in Android eben halt einfach eine entsprechende User Interface, sondern ist im Prinzip das Web Interface, wo eben halt einfach dann eine entsprechende XML-Template verwendet wird, was eben halt einfach dann entsprechend verwendet werden kann. Da gibt es natürlich auch schon tolle Geschichten. Man kann im Prinzip genauso eine User Interface schreiben, wie man das halt, sagen wir mal, von Android her kennt. Also hier zum Beispiel, wo man eben halt einfach dann dieses Linear Layout hat, muss man sich eben halt einfach an diese ganzen Definitionen, eben halt einfach Layout, Width und so weiter, welches Widget das ist, dass das ein Text-Widget ist, dass das ein Button-Widget ist, ein Checkbox-Widget ist. Das muss man eben halt einfach entsprechend der API definieren. Und dann eben halt einfach, dann kann man in dem entsprechenden Python-File auf diese einzelnen Properties eben halt einfach zugreifen, kann abfragen, ob der Button eben halt einfach gedrückt ist. Wenn eben halt einfach hier ein Event passiert ist an der Stelle, ja, wenn der Event eben halt einfach Klick heißt, dann kann ich eben halt einfach irgendwas machen. Wenn der Event eben halt einfach ein Key-Event ist, dann mache ich eben halt einfach irgendwas anderes. Also das ist im Prinzip so, aber es geht eben halt einfach über die Python-Schnittstelle, über das XML-Template und den entsprechenden Webbrowser eben halt einfach ganz schön langer Weg, der immer einfach hier passiert. Aber es ist was, was eben halt einfach funktioniert. Kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt kommen wir im Prinzip dann wirklich zu ein paar Beispielen. Das ist das, was ich auch letztes Jahr eben halt einfach schon mal gemacht habe, dass ich eben halt Web2Py auf dem Handy eben halt einfach draufgespielt habe. Es gibt im Prinzip ein paar Probleme bei der Installation von Web2Py, komme ich gleich noch drauf. Was ist Web2Py? Eben halt einfach ein Python Web Application Framework, was ich eben halt einfach einsetze, weil es eben halt einfach von der vom Aufbau her eben halt einfach sehr schön ist für die Studierenden. Man kann eben halt einfach Model View Controller eben halt einfach sehr deutlich unterscheiden und das Ganze im Editor eben halt einfach verändern im Web Editor. Man braucht im Prinzip eigentlich sonst nicht mehr. Gut. Und man kann eben halt einfach das einmal als Client natürlich verwenden, das ist ja im Prinzip logisch, aber eben halt einfach auch als Server, aber mit der Einschränkung, dass man eben halt einfach das Disk-Caching ausschalten muss. Und das kann man eben halt einfach nicht einfach ausschalten, sondern muss es eben halt einfach mit dem entsprechenden Patch machen. Zusätzlich ist auch, ich habe auch hier ein entsprechenden Bug gefunden. Die Administrationsoberfläche von Web2Py lässt sich aufgrund eines IO-Errors, der wiederum einen Internal-Error im Python-Interpreter erzeugt, Error Return Without Exception Set, aber ohne eben halt irgendeine Zeilen- und Dateiangabe. Keine Ahnung, woran das hängt. Ich denke, das ist im Prinzip mit der Python Implement oder mit dem Python-Code zu tun, der eben halt einfach für das Android von Python for Android auf
kompiliert worden ist, zu tun. Aber ich meine, man wird ja auf dem Handy auch keine Entwicklung machen, sondern das wird man eben halt einfach auf dem Desktop machen und dann kann man es rüberschieben und dann funktioniert es auch. Das wollte ich mal mit einfachen Codebeispielen hier mal zeigen dann auch. Das ist im Prinzip die Anbindung der Sensoren. Das ist im Prinzip der Controller, Import von Android, dann eine Funktion, Sensors. Und ich starte eben halt einfach die Sensoren auslesen, das Sensoren auslesen über droid.startSensingTimed. Dann 2 Sekunden vielleicht erstmal warten, bis er eben halt einfach seinen Startmechanismus gemacht hat. Ich denke, das ist auch was eben halt einfach damit zu tun hat, dass eben halt einfach das Ganze über RPC läuft. Und dann anschließend die Ergebnisse auslesen und eben halt einfach an die View geben. Hier response.render heißt im Prinzip nichts anderes, das Ganze an die View zu geben. Ganz analog eben halt einfach ein Beispiel über GPS-Anbindung oder Location-Anbindung. Gibt ja eben halt einfach sowohl die Netzwerklokation als auch die GPS-Lokation. Hier eben halt einfach auch Start-Locating. Dann erstmal kurz warten und dann eben halt einfach das Ergebnis auslesen und dann eben halt einfach auch wieder zurückgeben an die View. Völlig identisch eigentlich mit den gerade Ebenen. Und als drittes eben halt einfach auch das Beispiel, dass ich eben halt einfach hier die Kamera aufrufen kann über droid.cameraCapturePicture und dann einen Pfadnamen, wo ich das Ganze eben halt einfach abspeichere. Und wenn eben halt einfach das Ergebnis ist, dass eben halt einfach Picture genommen worden ist, dann übergebe ich das eben halt einfach an die View und kann das eben halt einfach auch dann zeigen. Ja, das wäre jetzt im Prinzip meine Geschichte, dass ich das jetzt mal zeigen wollte. Und zwar halt das muss ich jetzt rüberschieben erstmal. Nee, warum macht er das jetzt nicht? Doch jetzt. Ah. Vielleicht muss ich. Doch, jetzt hat er es gemacht. Okay. Gut. Also hier jetzt einfach der Aufruf. Von dem ja, jetzt wird es im Prinzip, das WLAN ist vielleicht auch immer so schlecht, das kann auch sein, aber er hat im Prinzip hier mir schon gezeigt, dass was passiert ist. Ja, genau, hier immer einfach jetzt die Welcome-Seite und wenn ich jetzt hier auf Android gehe, dann habe ich die entsprechende Android-Seite. Dauert natürlich ein bisschen was. Genau, jetzt hat das. Also hier spielt natürlich jetzt auch wirklich immer noch das WLAN mit ein bisschen die Rolle, dass das auch immer nicht wieder hier nicht so gut klappt. Ich brauche aber natürlich die WLAN-Verbindung. Weil das ja einfach auch so eine Geschichte ist, dass da die Telekom eben halt einfach nicht erlaubt, dass man eben halt einfach auf sein Handy im Prinzip irgendwelche Requests schickt. Sonst wäre das vielleicht auch eher möglich, aber wenn ich das nicht alle gleichzeitig auf die Uhr.
Nee, also das würde ich im Prinzip sehen, weil ich nämlich sehe, welcher, wie viele im Prinzip da drauf gehen. Okay, also wenn es jetzt... Gut, dann lassen wir das Ganze. Ja, gut. Ich habe im Prinzip noch das gleiche. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier. Ja. So, ich kann natürlich das Ganze auch auf dem Smartphone selber machen, wo es vielleicht eben halt einfach sinnvoller ist. Also das ist jetzt im Prinzip das Scripting Layer for Androids. Jetzt gehe ich im Prinzip auf den normalen Bildschirm von dem Android, gehe hier ins Internet und habe auf dem Browser und habe hier jetzt Android und habe hier jetzt eben halt einfach diese Seite, die ich eben halt einfach jetzt gerade abrufen wollte, halt lokal. Ist klar, dass es dann natürlich gleich kommt. Wenn ich hier auf Sensors gehe, dann bringt er mir eben halt einfach die Ergebnisse dieser Sensoren. Oder wenn ich eben halt einfach auf GPS gehe, jetzt war es auf Picture, dann, ja, also man kann im Prinzip gleich das Picture natürlich sehen, ist ein bisschen von der, ja, es ist jetzt Kunst, weil ich zu langsam war. Ups. So, also jetzt. Ja. Gut. Also das ist eine schöne Spielerei, eben halt einfach, aber natürlich, ich wollte noch was machen. Und zwar, das ist im Prinzip die Schnittstelle eben halt einfach zu Scripting Layer for Androids. Hier sind eben halt einfach die Python-Skripte da. Nee, das ist jetzt unter. Ja, genau. Und was ich noch zeigen wollte, ist so ein Full UI Screen Wrapper, der eben halt einfach hier funktioniert, so eine Demo, dass man eben halt einfach hier dann das hier einfach aufruft. Und dann hat man eben halt einfach so eine Wrapper-Demo, wo man eben halt einfach wirklich hier das UI eben halt einfach wie bei Android eben halt einfach kennt. Man kann hier auf diesen Add-Button drücken, dann irgendwo einen Wert hier eintippen, 2356, Save machen, ja, also und solche Dinge. Also wie man es eigentlich von Android erkennt, ist das eben halt einfach so ein Wrapper, der eben halt einfach für die Full UI eben halt einfach dient. Aber wie gesagt, es ist was eben halt einfach nicht nativ in Python ist, sondern wo eben halt einfach dieses XML-Template geschrieben werden muss, wo eben halt einfach das UI eben halt einfach über dieses HTML-Intent dann geht. Ja. Das läuft, ich meine, dass es weil es eben halt einfach über XML läuft, im Browser läuft. Aber ich meine, dass ich, ja genau, übers Exit, ja, ich glaube, also muss ich jetzt fast passen. Müsste man nachher nochmal reingucken in den Code, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es ist. Okay, gut, dann gehen wir zurück zum Full UI Test, Full Screen UI Wrapper haben wir gemacht. Ja, nochmal zusammenfassend,
Scripting Layer for Android, Ausgabe und Dateioperationen, wie man es erwartet. TTY Input ist seit Release 6 möglich, eine einfache Schnittstelle zu fast allen möglichen Subdevices. Elementares User Interface eben halt über XML und der Browserschnittstelle, angepasst eben halt einfach an das UI-Design. Und dann eben halt einfach aber eben halt diese Geschichte, dass das standardmäßige, touchfähige Natural User Interface, was man eben halt einfach kennt, dass das eben halt einfach infolge der RPC-Architektur halt nicht integrativ unterstützt werden kann. Und deswegen eben halt einfach auch die Frage, ja, gibt es noch was anderes, beziehungsweise eben halt einfach hier zu gucken, Python for Android gibt es eben halt einfach sowohl für Scripting Layer for Android, als eben halt einfach auch für Kiwi. Und jetzt zu gucken, gibt es auch noch andere, klar, PySide, Pygame, PGS4A, Python on a Chip und so weiter, aber interessant eben halt einfach dieses Kiwi Python for Android. Und das ist das, was ich jetzt quasi bringen will, die Kiwi-Grundlagen. Und Kiwi ist eben halt einfach eine Open-Source-Bibliothek für die schnelle Entwicklung von Anwendungen, die auf innovativen, multitouchfähigen Benutzerschnittstellen aufbaut und ist vor allen Dingen Cross-Plattform. Läuft auf Linux, Windows, Mac OS X, Android und iOS und kann nativ eben halt einfach die meisten Eingabeprotokolle und Eingabegeräte verwenden. Benutzt eben halt einfach die Grafik-Engine oder die Grafik-Engine von Kiwi baut eben halt einfach auf OpenGL-ES auf und ist geschrieben in C und in Cython. Und zurzeit sind eben halt einfach mehr als 20 Widgets integriert. Das ist die Architektur. Die Kiwi-API, es gibt eben halt einfach ein Framework, wo man die App eben halt einfach verwendet. Core Abstraction, Audio, Kamera, Image, Text und so weiter, Grafik, wo eben halt Color, Ellipse, Line und so weiter verwendet wird, Input Management mit Events, Motion Events, Providers, externe Bibliotheken, Netzwerk unterstützen und eben halt einfach Widgets. Kiwi auf Android-Geräten ist eben halt einfach sehr gut beschrieben da auf dieser URL da und wird eben halt einfach die Java Android API über den Weg Cython-Datei transformieren nach JNI über eben halt CGNI, um eben halt einfach die Android Java API über diesen Genie Layer anzusprechen. Es sind Recipes, also zusätzliche Python-Module erhältlich, die aber eben halt einfach noch nicht vergleichbar sind mit dem Umfang, wie eben halt einfach Scripting Layer for Android da ist. Aber es sind eben halt einfach so ein paar da, die man verwenden kann. Beispiele. Hier zum Beispiel das MyPaint-Beispiel. Man importiert eben halt einfach diese Kiwi-App, Kiwi UIX Widget, Kiwi UIX Button und so weiter, erzeugt eben halt einfach so ein Paint Widget aus der Klasse Widget. Wenn eben halt einfach ein Touchdown passiert, wird eben halt einfach eine entsprechende Farbe ausgewählt und eine entsprechende Ellipse, beziehungsweise ein Kreis in dem Fall natürlich, erzeugt, der angezeigt wird an der Stelle, wo der Touchdown passiert, und es wird eine Linie begonnen mit User Data Line, die dann in dem Augenblick, wo ein Touch Move passiert, weitergefahren wird und dann eben halt einfach angezeigt wird. Und dieses Paint Widget wird hier unten eben halt einfach nur aufgerufen in der App und ein Run, und damit wird im Prinzip ein ganz simples Beispiel eben halt einfach durchgeführt. Das kann man wiederum zeigen. Der Kiwi Launcher, den ich jetzt gerade, gehe nochmal zurück, hier ist ein Kiwi Launcher, den kann man sich einfach runterladen, vom Play Store den entsprechend aufführen, und dann gibt es entsprechend ein paar Directories, die eben halt einfach durchgesucht werden, und wenn man MyPaint eben halt einfach dann draufklickt,
dann lädt er eben halt einfach, und wenn man dann eben halt einfach hier irgendwo einen Punkt toucht, die entsprechende Linie, die ist ein bisschen dünn, ja. Sieht man hier nicht, hier sieht man es besser. Also einfach irgendwo, wo der Touch ist, und dann anschließend eine Linie zeichnen mit dem Finger, genau das ist es, und das in einem, sagen wir mal, vielleicht 20 Zeiler. Einfach eine schöne Geschichte in der Hinsicht, wo man eben halt einfach das Ganze sehen kann, was hier passiert. Ich habe jetzt dann noch, da gehe ich aber jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, bis 40 habe ich, gell? Okay. Ja. Also ich habe auch noch ein zweites Beispiel eben halt einfach reingebracht. Ich habe den ganzen Code mit drin. Ich denke, wir brauchen nicht prinzipiell darüber direkt reingehen. Das ist ein Kompass, ein ganz einfacher Kompass mit dem Hintergrund. Man hat hier im Prinzip ein Kompass-Widget, was eben halt einfach nichts anderes macht als diese Windrose, die als Bild vorhanden ist, hier in diesem Ding hier reinzeichnet in ein Widget. Als nächstes dann ein Needle-Widget, wo eben halt einfach dann die Kompassnadel gemacht wird, die eben halt einfach hier ein Init hat, dass man hier so ein sogenanntes Scatter-Widget verwendet, das eben halt einfach so, dass man so drehen kann und was man eben halt einfach so mitmachen kann. Allerdings darf dieses Scatter-Widget eben halt einfach nicht interaktiv verschoben werden, weil sonst packe ich auf die Nadel und tue das mit dem Finger eben halt verschieben, das will ich ja nicht, sondern das soll ja im Prinzip von dem Magnetsensor gesteuert werden. Übergebe ihm halt einfach in Rotate Needle ihm halt einfach den Winkel, der ihm halt einfach da notwendig ist, und bilde ihm halt einfach hier dann mit den entsprechenden Vektoren, drei Vektoren zu ihm halt einfach den entsprechenden drei Punkten von zwei Dreiecken, die man ihm halt einfach dann als Nadel zusammenbaut, ein entsprechende Kompassnadel. Und dann anschließend baut man die App zusammen, hat hier in dem View-Kompass eben halt einfach das Auslesen der aktuellen Magnetsensordaten und berechnen eben halt einfach der Deklination und das Zusammenbauen, Kompass-Widget, Needle-Widget in die entsprechende Parent, in das entsprechende Parent rein, und dann erhält man eben halt einfach so ein Bild. Diese Hintergrund eben halt einfach die Kompass-Widget, diese zwei Dreiecke, das rote Dreieck und das graue Dreieck als Kompassnadel und ein Stop-Button, der eben halt einfach noch anzeigt, dass man jetzt aufhören will, das Ganze anzugucken. Ist im Prinzip eine einfache Geschichte, wo man eben halt einfach wirklich eine simple Anwendung eben halt einfach da draus bauen kann und verwenden kann. Gut. MyPaint haben wir im Prinzip schon angeguckt. Kompass lasse ich jetzt sein. Im Prinzip ist es so, das könnte ich euch auch nochmal vorführen, aber angesichts der Zeit würde ich das jetzt mal lassen. Und wir kommen noch zu dem Kiwi PyGenius, weil das nämlich auch ein interessanter Aspekt ist. PyGenius ist nämlich jetzt was die Kiwi-Entwickler geschrieben haben, um eben halt einfach diesen Weg von Python über Zeifen und der C-Genie-API eben halt einfach auf die Java-API eben halt einfach zu portieren. Man importiert im Prinzip nur from Genius import Autoclass, macht dann anschließend system gleich Autoclass, zum Beispiel java.language.system und dann system.out.println hello world, und dann kann man eben halt einfach hello world ausgeben. Das Ganze ist dann eben halt über die Java-API gemacht worden. Ja? Also, und das Interessante an der ganzen Geschichte eben halt einfach, dass hier die Java-Reflection verwendet wird, dass man eben halt einfach, wenn man System gleich Autoclass aufruft, dass dann eben halt einfach System eben halt einfach eine Klasse ist, nämlich genius.java.language.system. System.out ist ein Print-Stream, ja? Das eben halt einfach von ja, in der Java-Klasse her drin ist.
Und System.out.println ist eben halt einfach eine Java Method Multiple Object, was eben halt einfach sagt, dass es eben halt einfach innerhalb vom PrintStream eine entsprechende Java-Methode ist. Also damit wird quasi dieser bisherige Weg, selber eben halt einfach die Zeichenmethoden, die Genie, die C-Genie-Dateien selber zu schreiben, das selber zu schreiben, das selber zu schreiben, umgangen, und man kann eben halt einfach hier quasi direkt auf die Java-API zugreifen. Und das machen sie sich eben halt einfach auch zunutze. Also hier noch zwei weitere Beispiele. Eben halt einfach hier oben so dieser Stack, der verwendet werden ist. Also wenn man hier print stack.pop macht, wird eben halt einfach world ausgegeben, und dann beim zweiten stack.pop wird eben halt einfach hello ausgegeben. Und hier bei dem Android-Beispiel, man kann eben halt einfach hier zum Beispiel android.util.display.metrics machen, display-metrics, und dann eben halt einfach wirklich auf die display-metrics-API von Android zugreifen. Und das machen sie sich eben halt einfach auch zunutze bei der Importierung von eben halt einfach Android in Kiwi eben halt einfach rein, und das vereinfacht das Ganze schon sehr stark. Ich habe im Prinzip hier diese Hardware Java mal einen Auszug gemacht, weil das Erweitern von dem Accelerometer auf Orientation Sensor und Magnetic Field Sensor habe ich selber gemacht. Das ist im Prinzip das, was eben halt einfach hier dann aufgerufen wird in dem Code, was ich vorhin gezeigt habe. Ja, das ist eben halt einfach hier diese Autoclass. Wenn man die in android.org.renpy.android.hardware, das ist die gerade eben gezeigte Datei, aufruft, dann kann man eben halt einfach auf hardware.magneticfieldsensor enable und eben halt einfach dann anschließend auf Reading gehen und eben halt einfach dann die entsprechenden Werte auslesen. Ja, das war schnell, aber ich hoffe, auch ein bisschen was alle interessieren könnte. Also man kann im Prinzip als Ausblick, habe ich jetzt noch angedacht, eben halt die weitere Anbindung der Android-Java-API für Kiwi, Python for Android. Interessant wäre auch eben halt einfach eine Android-Java-API, die vergleichbar ist zur, also eine Android-Python-API, die eben halt vergleichbar wäre, dass man einfach so eine auch vielleicht irgendwie baut, oder auch in ferner Zukunft eben halt einfach eine cross-plattform-übergreifende Python-API für unterschiedlichste Sensoren und Medien auf unterschiedlichsten Geräten. Aber ich denke, da ist viel Marktpolitik mit dabei und viel Politik, Firmenpolitik, aber wir sollten dran arbeiten. Das ist, denke ich, der wichtige Weg. Okay, dann danke ich und sage auch nochmal Danke, speziell an Massimo Di Piero, der eben halt einfach Web2Py gemacht hat, Matthew Wirbel, Gabriel Petier und Thomas Hansen, die vom Kiwi-Team, und natürlich auch an Stefan Behnel, der eben halt einfach Zeifen sehr stark unterstützt. Ohne das Ganze würde das Ganze nicht funktionieren. Und natürlich dem ganzen PyCon.de-Team. Und jetzt Fragen. Ja, Nick, herzlichen Dank für diesen engagierten Vortrag, der auch seine experimentellen Komponenten hatte. Ich denke, wir haben im Publikum mit Sicherheit einige Android-Anwender, die jetzt hoffentlich die eine oder andere Frage haben. Ja, einer. Paketieren. Das heißt, wenn man so ein tolles Skript hat mit einem Rummalen oder mit einem... Deswegen, würde es ja gerne jemand geben. Kann man es paketieren? Man kann es paketieren, natürlich. Aber der einfachere Weg jetzt, sagen wir mal, für mich in der Lehre, ist eben halt einfach das, dass diese, muss ich einfach mal gucken, muss ich einfach mal zeigen hier in der Hinsicht, ist diese Geschichte, dass man hier auf den eigenen Dateien eben halt einfach hier diesen Ordner hat, Kiwi, und darunter eben halt einfach diese Dateien, und wenn du unter, ne, Showcase wollte ich jetzt nicht, MyPaint, dann ist eben halt einfach hier main.py, und man muss so ein paar Android.text und readme.text ist nicht notwendig, aber Android.text ist notwendig, main.py
Datei ist notwendig und Public Version und mypaint.kv ist nicht notwendig. Aber die drei Dateien sind notwendig und dann kann man im Prinzip hier die einfach rüberschieben mit File-Transfer und kann im Prinzip loslegen. Das ist ja genau das, was ich, das ist nicht Paketieren notwendig, sondern ich schiebe einfach einen Python-File rüber. Das ist der, man kann es paketieren, klar. Also die Compass-App zum Beispiel, die habe ich schon hier als, hier ist die, irgendwo. Ups, da, ja. Also das ist ein Paket. Aber das muss man eben halt einfach dann, ja, ihr seht im Prinzip, das ist ein Paket, was eben halt einfach aber dann in einer wirklichen Umgebung, da muss ich im Prinzip den Emulator installieren und muss das Ganze zusammenpacken, ist kein Thema. Es gibt im Prinzip eine ganz tolle VirtualBox, Virtual-Maschine dafür, wo das Ganze alles vorinstalliert ist, wo man das einfach im Prinzip nur seinen Code im Prinzip mit reinpackt. Und dann sagt Distribute und Build und dann läuft das Ganze durch und wird paketiert. Ja, also nicht so schwierig. Ja. Okay, ja, wir haben direkt zwei. Ich fange mal hier an. Stefan, stehst du beim nächsten. Danke. Frage nochmal zur Paketierung, das schießt daran an. Bitte? Auch eine Frage zur Paketierung, was müsste ich denn da alles paketieren? Muss ich da komplett mit Kiwi einpacken und alle Abhängigkeiten in eine Anwendung oder kann ich auch Ja, oder so. Ja. Na gut, ich meine, ich habe natürlich jetzt, sagen wir mal, nur Kiwi verwendet hier in dem Sinn. Doch, Kiwi wird standardmäßig mit paketiert, wenn man nicht alles täuscht. Nee, warte mal, ich muss PyGenius und Kiwi mit reinpacken. Also man gibt im Prinzip die Module an, die man eben halt einfach mit rein nimmt und da habe ich PyGenius und Kiwi angegeben. Also das heißt, wenn man im Prinzip da entsprechend die Module benennt, dann werden nur die auch reingepackt. Ja, also muss ich nicht Kiwi mit reinpacken. Ja? Okay. Zum Thema Cross-Plattform. Ja. Laut Website von Kiwi unterstützen sie ja auch angeblich schon iOS, ja, und auch Windows. Also das sind wir schon relativ nah an Cross-Plattform, oder? Ja, genau. Das ist Cross. Also ja. Es ist wirklich Linux, Windows, Apple, also Mac, Android und iOS. Habt ihr es auch schon probiert mit iOS selbst? Nein, ich selber nicht. Aber Sie haben es im Blog reingeschrieben, also... Sie haben auch zwei Anwendungen im App Store. Okay, ja. Ich hätte also nur mal interessiert, wie aufwendig es dann... Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin kein Apple-Fan und von daher kann ich dir nicht sagen, wie aufwendig das ist. Ob es also auch so ein Kiwi-Launcher gibt, wo du eben halt einfach dann... Weil das ist das, was einfach am interessantesten ist. Man hat einen Launcher, wo man eben halt einfach dann ein paar Dateien eben halt einfach reinschreiben muss, wo man sich an die entsprechende Konventionen halten muss. Aber ansonsten kann man einfach Python-Files rüberschieben. Und das ist das Interessante, finde ich. Ja, wir haben noch eine Frage. Also ganz kurze Frage, nur auch wieder zum Paketieren, weil das ja natürlich das ist, was man letztendlich machen möchte mit so einer App. Wie groß sind denn diese Apps, wenn man die jetzt installiert? Sind das jetzt, 10 Megabyte, die man da runterladen muss, um jetzt so einen Compass laufen zu lassen? Oder reicht schon 1 Megabyte zum Beispiel? Warte mal. Ihr müsst jetzt mal gucken, das ist... Also die Compass-App, die ich jetzt da habe, die ist 6,5 Megabyte. Allerdings ist die auch mit Debug und Kiwi und allem eben halt einfach 6,6 Megabyte groß. Nö, sehe ich jetzt nicht. Ist aber natürlich auch eine einfache Geschichte hier. Aber. Ja, ist richtig. Ganz genau. Richtig. Richtig. Ja.
Ich meine, das muss man eben halt einfach auch sehen. Ich meine, das ist halt einfach Kiwi mit seinen interaktiven Möglichkeiten und dem, was man eben halt einfach hier, also dass man wirklich auch mit 10 Fingern im Prinzip auf dem Ding rumfuhrwerken kann und alle 10 eben halt einfach irgendwas tun. Ja, kein Thema. Ja. Also diese Unterstützung der Touchables, also das ist einfach wirklich schon enorm. Ja, noch eine Frage? Ja. Wie gut eignet sich Kiwi für die Entwicklung von klassischen GUI-Anwendungen, wo man meinetwegen Qt, PyQt, PyKDE traditionellerweise benutzen würde? Also ich kann es jetzt in dem Sinne nicht komplett sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich dafür nicht eignet. Weil, ich meine, es wird im Prinzip einfach auch, es werden Buttons, es wird Text im Prinzip, es wird alles eigentlich unterstützt und von daher kann ich mir nicht vorstellen, was da zum Beispiel nicht unterstützt ist. Also das Layout ist ein eigenes Layout, das muss man dazu sagen. Also das ist im Prinzip halt einfach das, was sicherlich so eine Geschichte ist, wo man sich überlegen muss, ob es dann, sagen wir mal, vielleicht irgendwelche Anwendungen gibt. Ich meine, Sie haben mit dieser KV-Language, mit dieser Kiwi-Language, diese Datei mypaint.kv, wo ich gesagt habe, die braucht man eigentlich nicht. Das ist im Prinzip so eine Sprache, wo man wie bei CSS im Prinzip reinschreiben kann, wie man bestimmte Buttons, wie bestimmte Widgets, wie groß die sind und was für Eigenschaften die haben und so weiter. Also da hat man wirklich so wie bei CSS im Prinzip eine eigene Sprache dafür, wo man das auch wirklich dann trennen kann. Also den normalen Python-Code und dann in der KV-Language eben halt einfach sowas wie CSS. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ein Projekt mal macht, wo man eben halt sagt, okay, man macht so eine KV, die eben halt einfach wirklich die Android-GUI umsetzt. Ja? Weil die Standard-GUI die Standard-NUI eben halt von Kiwi, die ist eben halt einfach von ihnen eben halt einfach auch für den PC optimiert und sie haben eben halt einfach jetzt erstmal alles auf dem PC oder machen einfach das meiste auf dem PC. Und haben eben halt einfach die Portierung auf Android eben halt einfach auf die technischen Probleme gemünzt und nicht auf die Layout- und Design-Ebene. Ja. Also da kann man sicherlich noch einiges dran machen und arbeiten, dass man das eben halt einfach auch an die entsprechenden, und da muss man ja auch dazu sagen, die Android-GUI-Empfehlungen sind ja auch anders als die iOS-Empfehlungen. Also das ist sicherlich was man dann auf das entsprechende Gerät anpassen muss und wo man halt das entsprechend schreiben muss. Ja. Aber ich denke, machbar ist es, muss man sich nur hinsetzen, das auch tun. Ist aber, denke ich, auch ein größerer Aufwand. Ja. Das ist nicht der Fall, insofern bist du erlöst. Ja. Herzlichen Dank. Ganz pünktlich. Wie immer haben wir Bierdeckel.